Wenn die Menschen in den Innenstädten Schlange stehen vor Shops mit einem Apfellogo drauf, dann weiß man, es ist wieder soweit, das neue iPhone ist da. Die Verpackung ist gleich geblieben, auch die Optik hat sich nicht wesentlich geändert und so sehen sie aus, die beiden neuen Schmuckstücke. Ich zoome auch mal entsprechend dran, damit man sie auch in voller Größe und Schönheit sehen kann. Zwei Varianten gibt es, einmal in Weiß, einmal in Schwarz. Das Übliche möchte man meinen, aber wie man schon sieht, das ganze Design ist doch deutlich flacher und schlanker geworden, um vielleicht auch mal direkt das Vorgängermodell, das 4S, daneben zu holen. Man sieht also hier beispielsweise, das ist doch etwa einen Zentimeter ungefähr etwas länger geworden ist. Allerdings, so sieht man es natürlich besser, es ist dafür auch deutlich dünner geworden, 18% genauer gesagt. Und auch vom Gewicht her macht sich das doch enorm bemerkbar, 20% leichter, also weniger 28 Gramm, jetzt nur noch 112 Gramm. Und hier, man sieht es auch, die Breite ist exakt gleich geblieben. Von daher liegt auch das neue iPhone genauso gut in der Hand wie das alte. Und das ist natürlich ein super Trick, das Display zu vergrößern von 3,5 auf 4 Zoll, ohne dabei das subjektive Gefühl irgendwie zu beeinträchtigen. Also da hat, muss man wirklich sagen, Apple einen großen Job geleistet. Und wie gesagt, hier vielleicht noch einmal auch die Rückseiten nebeneinander. Das Finishing Aluminium, hier haben wir Glaseinlegeteile. Also da hat sich doch, finde ich, noch ein bisschen was getan. Also mir gefällt es ausgesprochen gut, muss ich sagen. Und ansonsten hat man auch sehr viel Wert auf die Verarbeitung hier dieser Kanten gelegt, die hier noch ein bisschen so übergangsmäßig waren. Das ist jetzt hier alles doch deutlich fließender. Allerdings, was geblieben ist, sind diese Buttons hier oben, die schon beim Vorgängermodell relativ weit draußen standen und jetzt auch ein bisschen, also die sind etwas scharf an der Kante, möchte man meinen. Also vielleicht nicht unbedingt was für die Damenwelt mit dem Strickpulli oder so. Also da muss man vielleicht eventuell aufpassen. Den Test habe ich jetzt allerdings noch nicht gemacht, muss ich sagen. Ich möchte ja zunächst heute primär erst nochmal das neue Smartphone vorstellen. So, dann legen wir das nochmal aus dem Bild. Jetzt geht es ganz kurz um die neuen Headphones, die es dazu gibt. Also da hat Apple nochmal angeblich 3 Jahre dann gearbeitet. Die neue Form soll besser ins Ohr passen und vor allen Dingen soll sie jetzt einen natürlicheren Sound produzieren. Das werde ich natürlich im Test auch nochmal ausprobieren. Basslastiger sollen sie geworden sein. Und was auch noch wichtig ist zu wissen, es gibt mal wieder eine neue SIM-Karten-Generation. Hier habe ich jetzt mal alle drei nebeneinander geholt. Diese kleine Nano-SIM, das ist jetzt die für das neue iPhone, die kommt hier an die Seite rein. Diese früheren, die Micro-SIMs, die passen also jetzt nicht mehr, die sind schon wieder zu groß und das hier ist noch eine ganz alte, ganz normale, normal große SIM. Also man sieht, dieser Chip hat sich hier doch nochmal deutlich verkleinert, im Gegensatz zum früheren Modell, da war ja letztlich nur das Plastik drumherum herum weggelassen worden, hat sich jetzt wirklich der Chip selbst dann auch nochmal verkleinert, deswegen sind die auch absolut nicht miteinander kompatibel, also neues iPhone, neue SIM. Einschalten wollen wir es natürlich auch, tada, so sieht's aus. Und wir holen uns jetzt nochmal das 4S daneben. Wie Sie sehen Sie, naja, nicht nichts, aber wenig. Also das gesamte Design von iOS 6 ist gleich geblieben. Was hier natürlich hinzukommt, ich habe eine Reihe mehr, aber ansonsten die gesamte Bedienung ist identisch. Da wird sich also kein Kunde irgendwo umstellen müssen, hat ja durchaus auch Vorteile. Nochmal kurz zurück zum Display. Also man kann es hoffentlich erkennen, ich zoome nochmal ein bisschen näher ran, dass hier nochmal ein bisschen was am Display gearbeitet worden ist. Und zwar handelt es sich um ein, also weiterhin IPS und das war ja schon immer auch ganz hervorragend lesbar. Ich halte das, ups, ausschalten sollte es man natürlich nicht dabei. Ich halte es auch jetzt nochmal so in die Kamera. Hervorragend lesbar im Freien und auch aus ganz exotischen Blickwinkeln heraus. Da war IPS ja schon immer sehr, sehr stark. Aber man kann es hoffentlich erkennen, da hat sich noch ein bisschen was getan. Denn man hat, das gibt es auch bei LCDs, bei normalen LCDs, da eine Schicht eingespart, auf der dieser berührungsempfindliche Touchscreen integriert ist. Das hat man jetzt mit dem eigentlichen Panel verschmolzen. Und deswegen rückt die Anzeige noch mal ein bisschen näher an die Oberfläche, an das Glas heran.
Und das sieht man auch tatsächlich, obwohl die native Auflösung eigentlich gleich geblieben ist. Die war ja schon immer super hoch mit 326 ppi. Und man kann trotzdem, finde ich, erkennen, beispielsweise, wenn man sich jetzt hier diese kleinen Schriften mal ansieht, dass das doch alles noch eine Spur crisper und schärfer und klarer geworden ist, obwohl, wie gesagt, die Pixeldichte an sich ist eigentlich gleich geblieben. Was mir auch aufgefallen ist bei einem ersten Versuch, also draußen im direkten Sonnenlicht, kann man jetzt das Display ein bisschen besser ablesen, muss ich wirklich sagen. Da war Apple mit IPS sowieso ja immer schon ganz vorne mit dabei, aber das hat sich tatsächlich noch ein bisschen gebessert. Ansonsten habe ich hier jetzt mal ein Vergleichsfoto rangeholt, wo man mal die identische Datei auf dem Vorgänger und dem aktuellen iPhone erkennen kann. Und man sieht, obwohl es beides IPS ist, hat sich da doch ein bisschen was an den Farben getan. Da habe ich jetzt hier auf dem iPhone 5 kräftigere Farben. Hier, das war ein bisschen blass. Also das entspricht, glaube ich, etwas mehr der Realität. Was mir aber auch aufgefallen ist, obwohl die Auflösung eigentlich gleich geblieben ist auf dem Papier, kann man hier beispielsweise an den Rändern dieser Blütenblätter doch erkennen, dass das alte 4S irgendwie schärfer ist. Ich kann es mir auch noch nicht erklären. Vielleicht kommt da ja auch noch eine Begründung hinterher. Aber ich habe es jetzt mit ein paar Fotos ausprobiert. Vielleicht erkennt man es hier auch mit diesen ganz winzig kleinen feinen Härchen da im Hintergrund. Die kann man hier auf dem 4S ganz eindeutig Moment, ich ziehe es auch nochmal gleich groß, damit da keine Klagen kommen, damit das Bild identisch ist. Also hier sind diese Härchen deutlich unschärfer und hier auf dem 4S kann ich die besser erkennen. Das kann ich mir irgendwo noch nicht erklären, aber man sieht ja trotzdem deutlich, dass es da Unterschiede gibt. Und vor allen Dingen ist mir dann auch noch aufgefallen, im Browser, beziehungsweise erstmal gehen wir in die Einstellungen, dass die allgemeinen Kontraste ein bisschen besser geworden sind. Ich zoome nochmal einen Tick näher ran. Das heißt also hier beim iPhone 5 ist das Schwarz doch nochmal ein bisschen schwärzer geworden, kommt irgendwie knackiger. Hier drüben waren auch die Kontraste hervorragend, Helligkeit hervorragend, alles eigentlich sehr gut gleich geblieben. Ich sehe nur gerade, dass ich ein bisschen aus dem Bild bin, so ist besser. Also wie gesagt, da insgesamt doch deutliche Verbesserungen, aber wie gesagt, bei Fotos aus unerfindlichen Gründen hat sich ein bisschen verschlechtert, die Gesamtschärfe. Zumindest das, was als Ergebnis übrig bleibt. Ansonsten wollte ich unbedingt auch noch mal zeigen, da hat sich ja auch einiges getan, im Bereich Karten. Wie man weiß, hat Apple Google gar nicht lieb und deswegen ist jetzt auch die Integration von Karten verschwunden aus dem Also hier übrigens auf dem 4S ist noch das alte iOS 5 drauf. Das habe ich ganz bewusst nicht abgegradet. Also da sieht man jetzt beispielsweise, nehme ich mir mal hier den Hauptbahnhof vor. Wo haben wir ihn denn hier? Zentrum, Karlsplatz, Hauptbahnhof. So, damit wir auch die identische Ansicht haben. Also man sieht zum Beispiel auch hier schon sehr schön, das ist jetzt alles Vektorgrafik, das heißt, da muss nicht mehr so viel nachgeladen werden. Ich gehe nochmal näher ran, sondern das Ganze wird jetzt aufgebaut im Gerät selbst. Da hat also wirklich jetzt Apple aus verschiedensten Quellen, unter anderem auch aus dem Kartenspezialisten TomTom, sich da was hervorgeholt und die haben jetzt neue Karten mit, wie gesagt, Vektorgrafik und deswegen kann man hier beispielsweise auch schon schön erkennen, wenn man ranzoomt, kommen dann mehr Details zum Vorschein. Und hier habe ich nochmal das alte, klassische Google-Stadtbild sozusagen. Und vor allen Dingen, was natürlich super schick ist, ich habe hier in der Satellitenansicht, so, da gibt es in ersten deutschen Großstädten auch die Möglichkeit, unter anderem halt hier auch in München, das Ganze jetzt Satellit mit 3D zu kombinieren. Das bedeutet, ich habe eine fotorealistische 3D-Ansicht, was man zum Beispiel erkennt, wenn ich jetzt um dieses Gebäude hier herumzoome. Herumdrehe. Zoomen kann ich natürlich auch. So, und wenn man das Ganze dann bewegt, habe ich also wirklich einen ganz erstklassigen 3D-Effekt. Ich möchte mal meinen, das dürfte wahrscheinlich die Zukunft des Mappings sein, weil das gefällt mir ganz hervorragend und dient vor allen Dingen auch der Orientierung, denn letztlich habe ich hier sowas wie Street View, vielleicht noch nicht ganz so, also hier ist jetzt Schluss vom Zoom-Faktor her, aber trotzdem kann ich ja doch erkennen, das Gebäude von außen, wie es ungefähr aussieht. Hier sieht es mir allerdings gerade ein bisschen merkwürdig aus. Da gibt es natürlich jetzt auch noch etliche Stellen, an denen bereits moniert worden ist, dass die Karten doch alles andere als perfekt sind, wo dann beispielsweise bei den Satellitenansichten auf einmal Wolken im Bild sind
oder Autobahnen dann irgendwie aufgeweicht sind. Aber grundsätzlich ist die Technologie eine ganz hervorragende. Das gefällt mir klasse, muss ich sagen. Vielleicht kurz noch hier vorne zur Frontkamera. Die wurde jetzt, wie man sieht, in die Mitte gezogen. Hoppala, nee, man sieht es nicht. Ich muss mal ein bisschen rauszoomen wieder. So, also hier vorne, die Richtung. Hier vorne die Frontkamera, die ist jetzt von links in die Mitte gerutscht, hat jetzt auch 1,2 Megapixel und Videos mit 720p. Und das ist vor allen Dingen dann für FaceTime gedacht, dass man dann eben halt auch in hoher Qualität die Videoanrufe tätigen kann, die jetzt übrigens nicht nur im Wireless LAN, sondern auch im Funknetz möglich sind. Funknetz ist natürlich auch ein gutes Stichwort. Denn wie man weiß, das iPhone 5 beherrscht LTE und ich habe Glück, ich habe hier auch LTE-Versorgung im Studio. Und das ist natürlich eine ganz feine Sache, da möchte ich auch mal ganz kurz noch drauf zu sprechen kommen. Also wenn ich jetzt beispielsweise eine, klicken wir mal hier jetzt drauf, was wir als erstes finden. Und ich bin wohlgemerkt hier im Wireless LAN eingeloggt mit dem 4S, dass man da na, hier hat er jetzt den Klick leider nicht akzeptiert. Gehen wir einfach nochmal woanders hin. Warum mag er mich jetzt hier nicht zurücklotsen? So, klicken wir mal was anderes an. Warum habe ich jetzt hier zwei unterschiedliche Ergebnislisten? Ach, weil ich hier in News drin bin und hier nicht. Das wäre natürlich... So, klicken wir auf das nächste. Also hier vorne. Wump. Da war ich mit LTE sogar schneller und komplett fertig geladen, die Seite, als hier in dem Augenblick über Wireless LAN. Und das ist natürlich beeindruckend. Also ich habe da durchaus auch draußen bei Außenmessungen locker, also immer über 30 Megabit pro Sekunde hier in München gehabt, zum Teil auch über 40. Also das macht schon richtig Spaß, muss ich sagen. Ansonsten auch UMTS hat sich gesteigert, das heißt also selbst ohne LTE-Versorgung bin ich durch dieses Kanalbündeln, wenn die Netze es denn mitmachen, kann ich bis zu 42 Megabit pro Sekunde erreichen. Der Vorgänger hatte hier noch 14,4 und auch bei Wireless LAN N hat sich einiges getan. Da wird jetzt der 5 Gigahertz Bereich mit unterstützt. Das konnte der Vorgänger auch nicht, der blieb im alten 2,4 Frequenzband. Ansonsten, das hat man ja wahrscheinlich im Vorwege auch schon gehört, hat sich hier unten diese Buchse geändert, dieser Anschluss. Das war ja früher dieser breite 30-Pin-Konnektor und das ist jetzt dieser ganz... Das hat sich jetzt selbstständig gemacht. Also hier unten habe ich diese neue Buchse und so sieht der Stecker aus. Und das Pfiffige ist... So kann man es vielleicht besser erkennen, hoffe ich mal. Das Pfiffige ist, das Ding passt auf jede Seite rein. Also ich kann es so rum reinstecken, ich kann es so rum reinstecken. Und vor allen Dingen, es ist sehr viel schneller als das übliche Micro-USB. Da habe ich persönlich immer irgendwelche Schwierigkeiten, das nicht nur richtig rum, sondern dann auch da passgenau reinzukriegen. Das ist eine Wahnsinnsfummelei, finde ich. Und hier ist es, man sieht es, also wirklich, man kann es blind reinstecken und es sitzt trotzdem bombensicher. Das ist eigentlich persönlich für mich das, was Micro-USB sein soll. Ich wage allerdings zu bezweifeln, dass jetzt beispielsweise ein Samsung diese Technologie von Apple adaptieren wird. Aber eigentlich für den Kunden wäre es, finde ich persönlich, ideal, einen Standard für alle. Und das ist, wie gesagt, dem klassischen USB haushoch überlegen. Also das gefällt mir ganz hervorragend. Hier unten ist jetzt übrigens auch noch die Buchse für die Kopfhörer, 3,5 mm. Die befand sich früher hier oben, was ich persönlich natürlich besser fand eigentlich, weil in der Regel, wenn man das Telefon in der Tasche hat, naja gut, aber dann ist das jetzt in der Tasche auf dem Kopf, muss man eben halt hier hin und wahrscheinlich werden sich auch etliche neues Zubehör kaufen müssen. Das ist nun mal leider so, da hat die Zubehörindustrie einiges von Apple, muss man wirklich sagen. Und auch dieser neue Connector erfordert dann natürlich, dass man sich neues Zubehör kauft. Es gibt allerdings auf den alten 30-Pin einen ziemlich klobigen, den habe ich jetzt hier leider nicht mitbekommen. Klobigen Adapter ungefähr so groß. Der ist jetzt nicht wirklich schick und vor allen Dingen auch teuer. Das ist jetzt nicht das Ideale, aber ich glaube, der Wechsel wird langfristig gesehen selbst von den derzeit erbosten Fans mit viel Zubehör gutiert werden, denn das ist wirklich ein klarer Fortschritt.
Ansonsten muss man noch kurz sagen, neuer Prozessor A6, wie immer verrät Apple nicht, was sich dahinter verbirgt. Man sagt wahrscheinlich ein Dual-Core mit etwa 1 GHz, da kann man nur raten. Soll jedenfalls im Endeffekt bis zu 2-mal schneller sein. Hier sehe ich uns gerade diese Speedtests, die wir da hatten. Da können wir das vielleicht auch gleich nochmal hier vor laufender Kamera ausprobieren. Jedenfalls also bis zu 2-mal schneller bei verschiedenen Anwendungen sein. Und trotzdem soll sich die Akkukapazität dadurch nicht schneller erschöpfen, sondern sogar noch ein bisschen länger sein, also 225 Stunden Standby statt 200 oder in der Talktime jetzt bei 8 Stunden und beim Surfen gibt da der Hersteller an, im 3G-Netz etwa statt 6 Stunden und 8 Stunden und mit Wireless LAN jetzt 10 Stunden statt zuvor 9 Stunden, also da hat sich doch einiges getan. So, in der Zwischenzeit ist er auch durch, man sieht es hier, fast 50 Megabit im Download und 10 Megabit im Upload, also LTE hat was für sich, allerdings in Deutschland, man hat es wahrscheinlich auch schon gelesen, nur bei der Telekom derzeit, denn nur die haben dieses 1800 MHz Netz, was eben halt hier vom iPhone 5 bei LTE als einziges in Deutschland unterstützt wird. Die anderen Frequenzen werden hierzulande leider nicht genutzt. So, das soll es jetzt mal gewesen sein als erster Eindruck des iPhone 5 und der Test folgt natürlich so schnell wie möglich.